Nummer 6. Still, vergnügt. Moderato, quasi allegretto. Ursprünglich waren die 10 Stücke dieser Sammlung Erlebtes und Erträumtes in 2 Heften verteilt, wo dieses Stück das 2. Heft begann. Wenn man beide Hefte ensuite spielt, dann kommt es logisch vor, dass nach dem sehr gehaltvollen 5. dieses 6. Stück in seiner schlichten Unbeschwertheit sehr willkommen ist. Es fällt auch auf, dass beide Stücke, die Nummer 1, das also das 1. Heft begonnen hat, und dieses, die Nummer 6, parallele Terzen als Material benutzen. Also Nummer 1 und Nummer 6. Die Herausforderung für den Spieler bei diesem Stück ist, dass die musikalische Erzählung immer fortfließt, quasi wie Gedanken, die ohne Punkt und Komma durch Eindrücke und Erinnerungen wandern. Gleichzeitig sind die Griffe für die Hand aber teilweise recht groß und es fordert viel Übung, dass das Klangbild unauffällig und ebenmäßig gehalten werden kann. Trotz der überliegenden großen Linienführung ist die Textur selbst leichtgängig durch 16-Pausen artikuliert. Teilweise fast knusprig, wie man meinen könnte. Was die Taktart angeht, ist der Grundpuls auf 3/4 gesetzt. Aber insbesondere im Mittelteil ist die Betonung so gesetzt, dass inzwischen 2/4-Einheiten entstehen. Ähnlich wie die Atmung beim Sprechen mal kürzere, mal längere Züge nimmt. Die Betonungen sind auch im Notentext deutlich markiert und mit Crescendo, Diminuendo vorbereitet, so dass man bei dem Spielen die Taktstriche kaum wahrnimmt. Wenn man sich den Mittelteil harmonisch anschaut, dann merkt man, dass zum einen immer wieder chromatische Wendungen kommen. Das ist deutlich chromatischer als der A-Teil. Zum anderen, wo eine Harmonie verweilt, erweckt sie ständig einen Eindruck von einer Dominante. Und anstatt sich zu einer Tonika aufzulösen, flüchtet die Harmonie dann chromatisch, um wieder eine andere Dominante aufrechtzuerhalten. Auf diese Weise schafft der Komponist ein Vorwärtsmomentum durch die Harmonie. Eine Kompositionstechnik, die man spätestens seit Chopin kennt. Also trotz all dem Anmeckern wegen der großen Griffe und technischer Schwierigkeiten muss man sagen, dass hier eine geniale Komposition vorliegt. Und es ist unser Job, die Aufgabe des Interpreten, die Sache zum Klingen zu bringen. Hilfreich wäre es natürlich, wenn man die Handgröße eines Maurizio Pollini oder Marc-André Amelin oder Sergei Rachmaninoff hätte.
der Rest von uns Normalsterblichen müssen üben.